Ohne Rücksicht auf Verluste und ich springe durch die Glasscheiben, um das Meer voller Lügen nur einen Tag zu stoppen, nur einen Tag zu hoffen. Und auch es irrsinnig klingt, vergiss mal kein Tropfen Blut. Dealer werden für Jahre weggesperrt. Doch was ist, wenn es ein Pfarrer mit kleinen Kindern tut? Endlos falsche Gesetze, und wann bekommen Leute, die es ernst meinen, richtige Rechte? Falsche Politiker versprechen immer nur das Beste, aber halten in Wahrheit hinter ihren Rücken die Äxte. Ohne Rücksicht auf Verluste, immer mehr auf Schwächere, die mittellos sind. Ja, ich spreche von der Unterschicht, die einfach nicht mehr kann und nicht mehr will. Sie stehen mit Feuerfackeln vor dem Parlament und sind weltlicher Weg, entschlossen es zu stürmen und dem Leiden ein Ende zu setzen. Vielleicht kommen die, die Politiker sein wollen, mal dann endlich zum Denken. Und ich kauf mir für den Winter dann Chinchilla, Pelzmäntel, was für Aura-Themenwechsel. Ich bring die geisteskranken Parts, und weil ich eine neue Kopfbedeckung brauch, fahr ich nach Rom und klau die Mütze vom Papst. Wenn ihr meint, für euch sind Verbrecher keine Stars, Geld ist der meiste Antrieb für ein Attentat. Ihr müsst den Hass fokussieren, nicht auf Menschen wie mich, sondern auf Vaterstaat, der die Menschen unter sich schon längst vergessen hat. Ich wette, du kennst auch einen, der schon seit 3 Tagen nichts gegessen hat. Glaub mir, eine Geldspende macht hier niemanden satt. Hier gibt es keinen, der die Polizei fragt. Das Land ist voller Nazis, auch wenn nicht jeder eine Glatze hat. Kleine Kinder trinken Alkohol so mit 12, weil das Leben ist hier echt abgefuckt, echt abgefuckt. Schöne Grüße gehen raus an Vaterstaat und an die Dreckspolitik, die statt Handlungen nur Versprechen macht, ohne Rücksicht auf Verluste. Die kriminellen Geschäfte gehen wieder los in der Nacht. Ihr müsst den Hass fokussieren, nicht auf Menschen wie mich, sondern auf Vaterstaat, der die Menschen unter sich schon längst vergessen hat, schon längst vergessen hat.